Der 20. Wiener Gemeindebezirk, die Brigittenau, ist erst seit 1900 ein eigenständiger Bezirk, so gesehen ein etwas jüngerer. Und diese Quellnymphe finden wir in der Brigittenauer Lände 48a. Diesen überdimensionalen Keim finden wir ebenso in der Spielmanngasse 5, Ecke Lorenz-Müller-Gasse Brigittenauer Lände, wie diese merkwürdige Figur, die ich mir von allen Seiten mal ansehe. Habt ihr den Titel erraten? War etwas schwierig. Sie heißt Stehende Figur. Und dieses nennt sich Brigittenauer Brunnen. Er hat einige Augen anzubieten, würde ich mal sagen, wenn man so rundherum marschiert. Und er steht ebenso in der Dietmeier Gasse 2 wie jene Figur namens Nalogo, Vater und Sohn. Dieses Wandmosaik namens Aus der Spielzeugschachtel findet sich logischerweise in einem Kindergarten, und zwar in der Dietmeier Gasse 12, wo wir auch diese zwei Wandreliefs über den Hauseingängen finden. Über den Döblinger Steg gelangt man aus der Brigittenau in den 19. Wiener Gemeindebezirk. Und wo eine Brigitta ist, da ist logischerweise eine Brigitta-Kapelle auch nicht weit. Das Ganze in der Forsthausgasse. Schönes Madel. Gefährlich, gefährlich, sie hat einen Freund mit dabei. Sie heißen Schreitende und Schreitender, na was auch sonst, und stehen am Kapaunplatz. Und jener Kapaunplatz, in diesem Fall die Hausnummer 7, bietet einige reizvolle Reliefs an den Wänden der Durchgänge, so wie hier, oder der Häuser. Es dürfte sich hier eindeutig um eine Ansammlung von Berufen handeln, die hier als Reliefs dargestellt wurden. Nur unweit davon, am Friedrich-Engels-Platz, finden wir diese Erinnerung an mögliche frühere Zustände, sprich Fische in einem Meer, das damals noch vielleicht an dieser Stelle war in der Urzeit, oder dann später bereits die ersten Säugetiere und Vögel. Wieder ein paar Schritte weiter sehen wir diese Fischlein. Auf wen mögen diese wohl hindeuten? Kleiner Tipp, es hat was mit Vererbung zu tun. Und hier steht das Denkmal, das an und für sich recht schmucklos ist, für Gregor Mendel. In der Adalbert-Stifter-Straße 25 bis 27 finden wir dieses ruhende Paar als Brunnenfiguren. Und in der Burkhardtgasse 19 finden sich an der Hauswand, von oben nach unten haben wir es hier gesehen, spielende Kinder.
Dieser Brunnen nennt sich interessanterweise Gänsebrunnen. Ich meine, von Gänsen habe ich ja nichts gesehen. Und er steht in der Jägerstraße 62. Freunde der Astronomie werden sich im Erner Musikhof in der Klosterneuburger Straße 99 bis 105 eindeutig wohlfühlen. Hier finden sich Mosaikwände, unter anderem mit dem Titel Himmelsgewölbe, Spiralnebel, Gestirne oder Planetensystem. Gegenüber vom Amtshaus am Brigittaplatz steht, was in der Brigittenau eigentlich logisch ist, die Brigittakirche, die größte des Bezirkes. Vor der Kirche finden wir diesen kleinen Trinkbrunnen. Am Brigittaplatz 2 sitzt dieser weiße Bär. Logischerweise heißt er sitzender Eisbär. Und wo sich Papa Bär herumgetrieben hat, kann natürlich Mama Bär mit dem Jungen nicht weit weg sein, oder? Kleiner Ausflug in die Geschichte des 20. Bezirks. Unweit des Brigittaplatzes stand früher ein Gasthaus, und zwar das Gasthaus Ockermüller, wo hier die Gespräche stattfanden, damit die Brigittenau ein eigenständiger Bezirk wurde. Am Hannovermarkt gleich um die Ecke herrscht nicht nur feiertagsbedingt, sondern auch Corona-Maßnahmenbedingt gähnende Leere. 1964, als die Wohnhausanlage in der Jägerstraße 47 entstand, stellte man hier diese freistehende Wand 100 Jahre Automobil auf. Schauen wir mal, ob wir das chronologisch halbwegs auf die Reihe bekommen. Vorbei an diesen zwei Reliefs in der Raphaelgasse 22 und der Pappenheimgasse 47 geht's weiter. Am Allerheiligenplatz finden wir dieses Mädchen. Und wie sie heißt, das seht ihr, wenn wir den unteren Teil des Steines betrachten. Lest mal selbst. Den langen kriege ich nur querformatig drauf. Oder aus etwas weiterer Entfernung. Und der lange ist natürlich der Millennium Tower am Handelsquai. Eine kurze Geschichtsstunde eingelegt in der Stromstraße 47 bis 49. Uferschutzbau im 18. Jahrhundert. Und an derselben Adresse tummeln sich diese Fischlein und Vögel. Diese Badenixe samt der zugehörigen Brunnen finden wir auf der Engertstraße 64 bis 72. Was wohl aus dieser Reliefgruppe an der Hauswand vor Gartenstraße 38 wird? Schauen wir mal Stockwerk für Stockwerk höher. Und siehe da, es dürfte ein antikes Fest geworden sein. An der Ecke Marchfeldstraße, Domvorgartenstraße
tritt das Donauweibchen gleich im Doppelpack auf. Am Höchstädtplatz befindet sich dieses Denkmal für die Opfer, die im Kampf gegen faschistische Gewaltherrschaft, Rassenhass und Krieg gefallen sind. Und das Denkmal für Johann Koblenig, der einer der Mitbegründer der Republik Österreich war. Wieder mal was für die Fantasie in der Dresdner Straße 3. Und wer jetzt gerne wissen möchte, wie das Kunstwerk heißt, bitteschön, hier ist die Auflösung. Es ist der Gärtner und er steht in der Wallensteinstraße 68 bis 72, wo sich ebenfalls diese Mutter mit zwei Kindern befindet. Und wo wir gerade Kinder hatten, hier ist das Denkmal der Kinderrechte am Platz der Kinderrechte, Ecke Dresdner Straße, Wienerske Straße. Und gerade aktuell sollte man diesen Rechten eigentlich sehr verstärkt Beachtung schenken. Die Schemerlbrücke überspannt das Nussdorfer Wehr, das ja bekanntlich die Schiffe von der Donau in den Donaukanal leitet. Und nach diesem ausgiebigen Blick von oben aus zwei Perspektiven auf den 20. Bezirk, mache ich einfach mal einen Abflug nach Hause.